Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Runde 5 auf einen Streich. Wir haben heute den 6. Februar 2014. In meinem ersten Thema dreht sich heute alles um die Sicherheit eurer Router. Und zwar kapern Kriminelle momentan gezielt Fritzbox-Router. Und zwar nutzen die Angreifer den Fernzugang der Fritzbox, um IP-Telefone einzurichten, um dann auf teure Mehrwertdienste zuzugreifen. AVM empfiehlt momentan, den Fernzugang komplett zu deaktivieren, solange der Sachverhalt nicht komplett geklärt ist. Und auch bei Asus gibt es ein Problem. Und zwar haben Unbekannte eine Liste mit IP-Adressen von mehr als 12.000 angreifbaren Asus-Routern veröffentlicht. Die Sicherheitslücke wurde zwar schon letztes Jahr bekannt gegeben und durch Patches auch behoben, es gibt aber immer noch eine Riesenanzahl von Routern, die dieses Update nie eingespielt haben. Wer einen Asus-Router im Einsatz hat, sollte auf jeden Fall prüfen, ob sein Modell betroffen ist. Als nächstes habe ich was für alle Final Fantasy Fans. Und zwar hat Square Enix heute Final Fantasy 6 für Android und iOS veröffentlicht. Ob Android oder iOS, das Spiel kostet jeweils 14,49 €. Und auch heute habe ich wieder was aus dem Video-on-Demand-Bereich. Der ganze Markt scheint sich ja Gedanken zu machen, wie sie sich dieses Jahr aufstellen wollen. Sky hat sich jetzt entschieden, ihren Streaming-Dienst Sky Go allen Abonnenten kostenlos mit anzubieten. Mehr für weniger Geld ist immer eine gute Sache. Bei meiner nächsten Link-Empfehlung dreht es sich um einen neuartigen Akku. Und zwar haben Forscher aus den USA einen neuen Akku entwickelt, der auf Glucose, Zucker aufbaut und circa das 10-fache heutiger Akkus an Energie speichern kann. Ja, eine sehr wichtige Entwicklung, da wir uns ja alle mit tragbarer und mobiler Technik umgeben und wir dadurch nun mal auf Akkus angewiesen sind. In einer letzten Folge hatte ich ja schon mal angekündigt, dass Amazon an einer neuen Spielekonsole arbeitet. Momentan sieht es so aus, als würde Amazon planen, das Spielestudio Double Helix zu übernehmen. Wenn das Ganze wirklich so sein sollte, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass es dieses Jahr auch eine Konsole von Amazon geben wird. Ja, das war's wieder für die heutige Folge von 5 auf einen Streich. Wie immer schaut bei Twitter, Facebook, bei Google Plus vorbei, abonniert uns auf YouTube, empfehlt uns Freunden und Bekannten weiter, schaut bei uns auf der Internetseite vorbei und dann hören wir uns morgen. Bis dann. Tschüss.